wolltet auf die Insel. So, jetzt habt ihr es. Hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi und die Ecke, die kennt ihr schon, da hat es beim letzten Mal aufgehört. Und genau hier wollen wir jetzt weitermachen. Wir haben hier schon den Übergang jetzt praktisch zum Hafenort fertig. Also das ist in einer Ebene, also der Aufgang ist schön gerade. Jetzt an dieser Ecke, da soll natürlich auch noch was hinkommen, das soll nicht leer bleiben. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier vielleicht leicht Strand oder Felsen hinmache oder ob ich hier nochmal eine Art kleine Gebäude, so eine Fischerhütte hinstelle. Ich schaue mal, was die Steine hergeben und was dann letztendlich dabei rauskommt. Zum Vergleich, ich habe ein bisschen Platz gemacht, damit man hier jetzt besser arbeiten kann, dass ich das wirklich nach vorne ziehen kann. Weil sonst geht mir langsam der Platz aus. Aber das ist der Vorteil am modularen Bausystem. Wie gesagt, da tut man einfach diese Meeresplatten hier wegschieben und dann ist wieder Freiraum da und dann kann man hier erstmal wieder arbeiten. Also los geht's! Auf diesem Modul geht es erstmal mit der Begrünung weiter. Also die einzelnen Noppen, die da an der Seite so rausgucken, da werden jetzt Ranken und einzelne Blätter angesetzt, damit man ein bisschen Verwilderung auch sieht. Und obendrauf kommt dann auch noch Pflanzenzeugs. Also Grün ist wirklich sehr wichtig. Das gibt dem Ganzen einen ganz anderen Charakter, als wenn das so, ja, so kahl dann aussieht. Und ja, dadurch, dass man das an den Seiten so einstecken kann, ist das natürlich perfekt gemacht. Auf der weiteren Hälfte des Moduls fange ich mit einem Sandstrand an, also ein Haus oder eine Hütte passt da jetzt nicht hin, da ist der Platz zu gering für, aber ein bisschen Strandgestaltung kann man machen, also gucken wir erst einmal, dass wir das mit diesen gebogenen Plates hinkriegen, dass wir da unten drunter auch ein bisschen Noppen auch, so dass wir es draufsetzen können, dass das mit dem Übergang zum Wasser auch passt, ein bisschen ansteigend. Und natürlich muss natürlich an der Strandseite, wo es dann eben aufhört, hochgeht zur Stadt, dann irgendwas gemacht werden. Da kommt dann eine Mauer drin, aber die wird integriert eben in diesen Strand dann selber. Und ja, das braucht halt auch ein bisschen seine Zeit, bis das fertig ist. Aber dann geht es schon weiter. Wie gesagt, Mauerverlauf. Das wird jetzt hier eine ältere Mauer, also da verschiedene Plates, dann mal eine kleine Rundnoppe dazwischen rein, auch vielleicht ein bisschen mit Farbverlauf gespielt, dass das hier auch wirklich den Eindruck ergibt, dass das hier nicht die neueste Mauer ist, sondern schon eine ältere Mauer, davor eben eine Sandbank sich aufgehäuft hat. Ja, es sieht halt nicht so planeben aus, es lockert die ganze Atmosphäre natürlich auf. Nach der Beplankung kommt natürlich wieder Grün. Ganz, ganz wichtig, sehr viel Grün, natürlich hier auch auf der kleinen Sandbank. Da viel mit Blättern und natürlich, was auf einer Pirateninsel oder auf einer Piratenwelt nicht fehlen darf, sind die Palmen, die hier noch dazwischen reingesetzt werden. Nebenbei ringsherum verteilt mit kleinem Gestrüpp geäst, dass das schön verwildert auch ausschaut. Also das ist nicht irgendwie der Badestrand, sondern das ist einfach nur eine Sandbank, wo sich dann irgendwann einmal Grünzeug angesiedelt hat und da gewuchert hat. Genauso wie die Palmen eben auch. Und wie man sieht, jetzt ist dieses Modul eigentlich fertig. Also 32 Noppen mal 32 Noppen. Das schaut jetzt fertig aus. Beziehungsweise das ist jetzt einbaufertig und wenn man jetzt mal so schaut, ja, das macht schon was her, finde ich. Also diese kleine Sandbank, die da aufgehäuft ist mit dem vielen Grün drumherum, mit diesen kleinen Blätterzeugs und dann eben diese stattlichen Palmen, die da rausgucken und natürlich dieser Aufgang oder der Übergang zum Hafen, der mit seinem Weiß dann hervorsticht, diese verweißen Verblendungen, dass die da weitergeführt werden und dass da eben auch noch Grün mit dabei ist. Vielleicht hat man schon gesehen, ich habe da noch eine Lampe angesetzt, also dahinter ist da natürlich auch noch Platz für einen Weg, dass das alles wieder stimmig und ja in einem Guss ausschaut, aber so mit dem Wasser und mit dieser kleinen Sandbank da, ach, ich finde das richtig toll geworden, dieses Modul. Und eben, weil es ein Modul ist, kann man das leicht eben ein- und ausbauen, so wie es eben sein soll. Das war es eigentlich schon wieder gewesen für das heutige Video. Das Modul ist fertig,
passt perfekt eben zu dem Aufgang oder Abgang zum Hafen, wie man es auch nennen möchte. Ich danke fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, bleibt mir gewogen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!